Hallo und herzlich willkommen zurück zu ESO Weekend. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin's wieder, dein Alexos. Und heute schauen wir uns eine Menge spannender Themen gemeinsam an. Was schauen wir uns heute an? Nun, ich bin gerade am Arbeiten an den Builds für euch und ich werde heute einen kleinen Vorgeschmack dafür geben. Des Weiteren, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, super spannendes Thema. Microsoft und beziehungsweise Xbox hat bei dem Event Xbox Roundtable Informationen zu zukünftigen Bethesda- und ZeniMax-Spielen herausgegeben. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ganz wichtiges Thema sicherlich heute mit dabei. Des Weiteren haben wir Twitch-Drops am Wochenende aktiviert. Ein super krasses Giveaway. So ein krasses Giveaway hatten wir schon lange nicht mehr. Dementsprechend, es ist vielleicht sogar noch ein bisschen krasser als unser 20.000 Abonnenten-Special Giveaway. Bleibt dran, das wird richtig cool. Ich freue mich, den kleinen Kollegen an euch weitergeben zu können. Was das für ein kleiner Kollege ist nun, das zeige ich euch auf jeden Fall gleich noch. Und natürlich dann die allgemeinen Inhalte dieses Wochenende. Das heißt also, was gibt es bei der Goldenen, was gibt es beim Luxusausstatter, was haben wir für Dailies? All das und vieles mehr heute hier in diesem Video. Und ich würde sagen, fangen wir an mit den Inhalten zu den Builds. Let's go! Ja, und zwar folgendes: Ich habe mal wieder den Sound von der Goldenen im Hintergrund an. Auch das werde ich mal ganz kurz korrigieren. So, jetzt wo der Sound der Goldenen aus ist, gucken wir uns einmal ganz kurz einen kleinen Vorgeschmack an auf dem Bild, an dem ich arbeite. Vermutlich wird der Ausdauer-Templer-Bild am Montag oder am Mittwoch erscheinen. Einer der beiden Tage könnt ihr euch als mein Ziel vorstellen. Und das sind die aktuellen Werte, die ihr erreicht. Also ihr seht hier schon, da gibt es einiges zu bieten, was wir hier letzten Endes an Charakterwerten im Petto haben. Und im Zuge dessen habe ich natürlich auf meiner Website an den Builds weitergeschraubt. Und zwar habe ich einmal die Solo-Builds überarbeitet. Wenn ihr auf meine Website geht, alexos.de, Alexos mit einer 0, ne? Also Alex 0s, Alexos, Alex 0s, jetzt haben wir es, alex0s.de, dann kommt ihr zu meiner Website und hier ist es so: Ich habe einmal bei den Basic Builds einiges geupdatet. Ja, können wir uns mal ganz kurz hier als Beispiel beim Nekromanten als Vorgeschmack anschauen. Und zwar habe ich Folgendes aktualisiert. Fangen wir an mit den, einmal mit der Volkswahl. Die Volkswahl habe ich aktualisiert. Das heißt also, ich weiß noch nicht, ob ich dazu noch ein Video-Update mache, weil es sind nur kleine Änderungen, die da letzten Endes vorgenommen werden und die Unterschiede liegen so 1% beieinander. Bei Magik hat sich eigentlich nicht so wirklich was verändert, eher was bei Ausdauer. Ich glaube, es lohnt sich nicht, das Klassen- und Völkervideo deswegen neu aufzunehmen, weil die Unterschiede liegen im 1%-Wert. Nicht mal. Wir sind bei 0, wir sind bei 0, Werten. Dementsprechend lohnt sich das nicht so wirklich, da das Video neu zu drehen. Ich habe aber auch den Infotext bei den Mundosteinen aktualisiert und habe das Buffwood aktualisiert. Das heißt also, was ihr hier für ein Buffwood nutzen solltet. Auch das jetzt hier als neue Informationen mit am Start fand ich ganz wichtig, deswegen habe ich es mal auf den neuen Stand gebracht. Ihr seht auch hier nochmal die Sachen, die ich gemacht habe. Die sind dann nochmal in der Übersicht. Und ich habe auch die Builds aktualisiert oder ich fange gerade an, die Builds zu aktualisieren für die fortgeschrittenen Builds. Da bin ich aktuell viel am Machen. Und zwar sieht das folgendermaßen aus. Ich habe ja gesagt, schriftliche Builds habe ich eingestellt. In Zukunft wird es am Anfang der Videos eine Übersicht geben, damit ihr euch nicht durchs Video durchspulen müsst. Und ich schaffe es zeitlich nicht mehr. Also zeitlich kann ich keine schriftlichen und Videobuilds konzipieren. Das funktioniert einfach nicht und das ist ineffizient. Denn für einen schriftlichen Build brauche ich teilweise 4 bis 6 Stunden. Für ein Video wesentlich kürzer. Auch wenn das ebenfalls ähnlich viel Vorbereitung braucht. Dementsprechend, Leute, ihr kommt nicht drum herum, ich werde in Zukunft die schriftlichen Builds nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form veröffentlichen, aber ich möchte euch ein Angebot machen. Ich möchte einen Kompromiss machen, eine Art Hybrid. Denn ich habe das jetzt mal so umstrukturiert, dass das Ganze hier weiterhin mit einem Video bestückt sein wird am Anfang und damit man nicht immer ins Video reinklicken muss, nicht immer sich das Video anschauen muss, um sich die ganzen Informationen rauszuholen, falls man nochmal was nachschlagen möchte, wird es einen Charakter-Screenshot geben. Einmal einen Screenshot hiervon, vermutlich auch nochmal einen Screenshot zu den Charakter-Stats aus dem Charaktermenü, damit ihr euch die anschauen könnt. Ja, das heißt also, diese beiden Screenshots wird es hier übereinander unter dem Video geben. Volkswahl ist hier wieder mit drin, weil ich werde im Video nur eine kurze Erwähnung zur Volkswahl machen und meine Wahl erklären.
und dann halt hier nochmal außerhalb des Videos im schriftlichen Bild erklären, hey, wie sieht's aus, was kann man sonst noch so wählen, was ist sonst noch so interessant, dann... Es wird auch noch für den Tank kommen, es wird auch noch für die PvP-Charaktere kommen. Ich bin auf sehr viel Feedback von euch gestoßen. Hey, wann kommt die CP-Verteilung für den Tank? Wann kommt das für PvP-Charakter? Leute, es kommt, ja, aber alter Mann, ist kein Gehzug. Ich kann und möchte nicht an einem Tag 5 Videos raushauen. Ich habe erstens nicht die Zeit, die zu produzieren und zu konzipieren, denn das war sehr, sehr viel Arbeit für das Schadensausteiler-Video. Aber es kommen die Videos und ich habe euch in einem anderen Video auch schon ein bisschen vorgelesen, was so kommen wird. Ja, das heißt also, Champion-Punkte für einen Tank kommen, Champion-Punkte für Solo-Schadensausteiler kommt, ein Ausdauer-Templer-Solo-Bild kommt auch nochmal dediziert als extra Video, Champion-Punkte für PvP kommt, der Magiker-Templer kommt, Champion-Punkte für einen Heiler möchte ich gerne mit Ben zusammen machen, weil ich kann dazu nicht viel Fragen beantworten. Ich spiele keinen Heiler. Natürlich kommt wieder mein Ausdauer-Templer-Bild-Video, mein Drachenritter-Tank bekommt ebenfalls ein Update. Ich werde nochmal ein Video machen extra zu Cerodiil-Set-Auswahl für PvP, denn da sind wir jetzt ja 6 Wochen lang an eine sehr schmale Set-Auswahl gebunden. Und ganz zum Schluss, weil ich es als nicht wichtig priorisiere, kommt ein Video zu meinen persönlichen grünen Champion-Punkten. Ich habe auch ein, zwei Fragen dazu bekommen. Mach doch noch ein Video zu den grünen Champion-Punkten. Ja, es wird eins kommen, definitiv. Aber die grünen Champion-Punkte sind nicht Gameplay- bzw. Combat-relevant. Dementsprechend, das ist eine Geschmackssache, ja. Jeder kann seine grünen Champion-Punkte verteilen, wie er möchte. Und es nimmt keinen Chance-Einfluss oder keinen Einfluss auf wichtige Indikatoren, die ich euch mit an die Hand geben möchte in den Builds. Deswegen, es wird dazu ein Video kommen. Ja, aber ganz zum Schluss irgendwann in 4-5 Wochen. Ja, das sind auf jeden Fall die Videos für die nächsten, ja, 4-5 Wochen. Und wie gesagt, ich habe versucht, hier für euch jetzt hier so eine Art Hybrid-Möglichkeit zu machen. Ich hoffe, das ist nach eurem Geschmack. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das so in Ordnung findet. Ich denke, es ist besser, als gar kein schriftliches Bild zu machen. Und ich denke, das ist eine ganz gute Entscheidung. Wir werden da einen ganz guten Weg führen. Ja, genau. Außerdem sind hier noch die Verbrauchsgüter mit drin, mit den Rezepten, damit man nicht immer durchs Video durchspülen muss, was ich da gesagt habe, wie man die Tränke herstellt, etc. Das so ungefähr wie dieser Build werden in Zukunft alle schriftlichen Builds aussehen. Ich denke, das ist besser, als gar keine Informationen drin zu haben, so wie das jetzt die letzten 4 Wochen der Fall war oder 3 Wochen. Ja, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Kommen wir zu einem ganz kleinen Unterthema, was ich nicht extra in den Kapiteln erwähne. Twitch-Shops sind aktiv und zwar seit heute 6 Uhr bis Montag 6 Uhr. Schaltet ein, wir sind am Sonntag live ab 18 Uhr, vielleicht auch schon ein bisschen früher. Guckt mal auf jeden Fall vorbei, ich würde mich freuen. Wir werden nämlich einige coole Sachen verlosen. Und was werden wir da genau verlosen? Naja, den kleinen Typi hier, den möchte ich gerne an euch verlosen. Ich finde ihn richtig cool und würde ihn gerne an euch raushauen hier an dieser Stelle. Ja, der kleine Kollege hier, der sucht noch ein Zuhause. Dementsprechend schaut gerne mal vorbei. Es gibt wieder einen Treuecode. Der Link zum Giveaway ist der erste Link in der Videobeschreibung. Wie immer, ihr kennt das Prozedere. Das ist so wie immer. Kommen wir jetzt aber zu einem der, ja, vermutlich wichtigsten Themen innerhalb dieses Videos hier. Auch was, ich hatte vor einer Weile mal ein Video gemacht zum Kauf von Zenimax Media. Das ist die Mutterfirma von Bethesda Softworks, von Zenimax Online Studios und so weiter und so fort. Und nun ist der Kauf über die Bühne. Ja, jetzt ist es tatsächlich geschafft. Das heißt also, es ist soweit, der Kauf von Zenimax Media ist auch von den Kartellbehörden, von der EU jetzt an dieser Stelle hier sozusagen genehmigt worden. Und es gab eine Art Roundtable, ja, also Microsoft macht da öfters mal so ein Roundtable-Format, diesmal hier halt über das Thema Bethesda Joint Xbox. Und da gab es ganz viele Fragen von euch. Vor einigen Monaten kam das ja auf, ich glaube, es ist schon eine Weile her, ne? Fast schon ein halbes Jahr, glaube ich, als das Ganze losging, veröffentlicht wurde, dass Microsoft vorhat, Zenimax Media zu kaufen. Und nun ist der Kauf über die Bühne. Einige Spiele sind bereits Teil des Xbox Game Pass. Ja, und was ganz wichtig war, was innerhalb dieses Roundtables erwähnt wurde, was ich gerne hier an euch tragen möchte, und zwar Folgendes. Und zwar haben sie Folgendes gemacht. Und sie haben innerhalb dieses Videos erwähnt, beziehungsweise die Informationen veröffentlicht, dass alle
Spiele mit laufenden Verträgen oder bereits abgeschlossenen Verträgen, das heißt also Spiele, die bereits auf einer Plattform erschienen sind oder Spiele, wo bereits Verträge mit einer Plattform abgeschlossen wurden, dass sie dort in Zukunft erscheinen werden, die werden weiterhin supported. Ja, das heißt, das gilt auch für zukünftige The Elder Scrolls Online Erweiterungen. Zukünftige The Elder Scrolls Online Erweiterungen werden weiterhin auf PlayStation, auf Stadia und so weiter und so fort erscheinen. Macht euch da bitte keine Gedanken. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle hier, der Support für zukünftige Spiele, der könnte etwas anders aussehen. Denn Microsoft hat bekannt gegeben, dass zukünftige Spiele exklusiv sein werden für Game Pass Plattformen. Ja, das heißt also für Xbox Game Pass Plattformen, das sind die Xbox oder die Xbox Konsolenfamilie sowie der PC. Zukünftige Bethesda-Spiele wie zum Beispiel Starfield, wurde jetzt nicht offiziell drüber gesprochen, aber das impliziert diese Information. Starfield, Elder Scrolls 6 etc. werden also vermutlich Xbox und PC exklusiv sein, aufgrund basierend dieser Aussage, die dort getroffen wurde. Also, Elder Scrolls Online wird davon nicht beeinflusst werden. Weiterhin Support auf der Konsole, Support auf Stadia. Ihr müsst euch auch keine Sorgen machen, dass demnächst das Spiel schlechter läuft auf eurer Plattform, nur weil es nicht zur Xbox-Familie gehört. Macht euch da also bitte keine Gedanken und verbreitet keine Falschinformationen. Ganz, ganz wichtige Sache hier an dieser Stelle. Finde ich nochmal hier erwähnenswert. Okay, das war sicherlich ein Thema, was sehr viele Leute hier an dieser Stelle, ja, beschäftigt hat. Deswegen wollte ich das jetzt hier nochmal mit euch besprechen und ich denke, wir haben die Information an dieser Stelle hier ganz gut für alle aufbereitet. Lasst uns nun ins Spiel gehen und uns die Informationen von der Golden anschauen, denn da gibt es einige wichtige Informationen und einige wichtige Items. Und wenn ihr unter anderem beim Luxusausstatter vorbeischaut, wo wir auch gleich noch hingehen werden, und euch da ein Item von gefällt, ja, dann schaut doch mal auf twitch.tv/alex0s am Sonntag um 18 Uhr vorbei, denn da werden wir eine Auktion bzw. ein Giveaway veranstalten, wo ihr Items vom Luxusausstatter gewinnen könnt während des Livestreams. Ich mache nämlich jeden Livestream ein Daily Giveaway und den kleinen Kollegen, den ihr hier vorhin gesehen habt, das ist Weekly Giveaway, der läuft jetzt 2 Wochen lang, könnt ihr mitmachen, unabhängig von den Twitch-Livestreams. Aber in jedem Livestream gibt es noch ein extra Giveaway. Schaut also mal vorbei, würde mich auf jeden Fall freuen. Twitch-Drops sind ja auch aktiv. Ja, soweit, so gut. Gucken wir uns also an, wo findet ihr die Goldene? Die Goldene findet ihr im Altmeri-Dominion hier unten. Im Bündnis findet ihr sie hier zwischen den beiden Stellungen und im Ebenerzpakt auf dieser kleinen Plattform hier. Und was hat sie diesmal so im Angebot? Jetzt können wir hier auch wieder den Spielsound aktivieren. Die Goldene hat Wachposten des Rekugams im Angebot. Kann man spielen in einigen Heile-Situationen oder Tank-Situationen. Ganz nice to have, aber kein Must-Have. So, komplett uninteressant. Feldarzt. Feldarzt ist, glaube ich, tatsächlich im PvP. Kann man es, glaube ich, spielen? Also es gibt einige Situationen, wo man es im PvP spielen kann, aber kein Muss. Vampirfürst ist, glaube ich, aktuell wirklich nicht gut. Sehr, sehr speziell. Kann man im PvP spielen. Sehr, sehr nischig dort. Aber definitiv kein Set, vor dem man Angst haben sollte. Kein Set, was irgendwie krass ist, was man sich hier besorgen sollte für die horrenden Preise. Mephalas Hand gilt das gleiche. Krax, ein sehr gutes Einsteiger-Set. Kann man sich durchaus besorgen. Ja, für Ausdauercharaktere, sowohl im PvE als auch PvP, kann man das spielen. Aber auch hier, wie gesagt, kein Must-Have. Vor allem durch die physische Durchdringung, den Einer-Bonus interessant und relevant. Aber auch hier, wie gesagt, kein Muss. Jetzt gehen wir einmal rüber und schauen uns einmal die Angebote vom Luxusausstatter aus. Ich denke, auch die werden ganz interessant sein diesmal wieder. Let's go. So, dazu porten wir uns natürlich hier nach Kalthafen. Und die Dailies dieses Wochenende sind Arx Corinium. Dann gleich mal das fette DLC. Okay, da gibt es Unterschiede diesmal. Ist ja interessant. Also, wir haben eigentlich Kanalisation von Vegas Route 2 und Arx Corinium heute auf dem PC, da aktuell das Update auf dem PC ja ein Stückchen früher da ist. Am 16., also am Dienstag, folgt ja das Update für Konsolen, Update 29, Flames of Ambition. Also auf dem PC aktuell der Kessel, der neue DLC-Dungeon, ist jetzt aktuell Daily und auf den Konsolen ist es heute Unheilsgrab. Morgen haben wir auf den Plattformen jeweils Pilzgrotte 1, Selines Netz und Gefängnis der Kaiserstadt. Also super easy Dailies, ja.
Wenn ihr also morgen Hard-Mode-Veteran machen wollt, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Ich erachte die Items beim Luxusausstatter sehr, sehr uninteressant. Sind wieder so komische Siegel. Ich bin da kein Fan von diesen Siegeln. Muss ich ganz ehrlich zugeben, ich bin da irgendwie, ja, weiß ich nicht. Gefallen mir nicht. Ich hoffe, da kommen jetzt mal wieder demnächst coolere Items. Dafür gebe ich auf jeden Fall kein Ingame-Gold aus. Ja, wir hatten uns ja schon im letzten Update einmal angeschaut, was es so als Belohnungen gibt. Ich möchte euch jetzt nochmal auf ein paar Sachen hinweisen. Zum einen, als Belohnung fürs Update wird es auch dann 2 Wochen auf den Konsolen geben. Gibt es aktuell einen kostenlosen Begleiter. Schaltet euch den frei. Das ist als kleiner Trost, weil alle die Champion-Punkte neu verteilen mussten. Des Weiteren verschwinden die Kronenkisten in 5 Tagen. Das heißt also, spätestens am Donnerstag müsste es, glaube ich, sein. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, irgendwie so in dem Dreh, kommt die neue Kronkisten-Season auf uns zu, auf die wir uns schon freuen können. Also wenn ihr jetzt noch Kronkisten haben wollt von der alten Season, dann holt euch welche, genauso wie dieses schnieke Eisfeuersente-Junge. Das gibt es jetzt aktuell noch exklusiv für Kronen-Edelsteine, genauso wie diesen Taschenbeobachter. Soweit, so gut. Erstmal fand ich noch ein paar interessante Themen, die ich gerne an euch herantragen wollte, damit ihr die nicht verpasst. Für weitere 5 Tage ist auch noch das House and Marker erhältlich. Danach ist das wieder raus aus dem Shop. Okay, das waren alle wichtigen Informationen. Wenn ihr irgendwelche News habt, die ich nicht auf dem Schirm hatte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Was haltet ihr von der Übernahme von Zenimax Media bzw. Bethesda Softworks und Zenimax Online Studios durch die Microsoft bzw. Xbox-Familie? Schreibt auch das mir gerne in die Kommentare. Seid ihr gut klargekommen mit den Builds bzw. mit eurem eigenen Build und wie läuft da so eure Entwicklung aktuell? Auch das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Hier oben findet ihr ein super spannendes Video zum Thema Champion-Punkt-Verteilung für Schadensausteiler. Ein ähnliches Video erscheint auch noch für Tank und Heiler sowie für PvP-Charaktere. Darunter findet ihr die aktuelle News-Playlist mit weiteren spannenden News. Schönes Wochenende euch. Bis zum nächsten Video. Lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Tschüss.